Czek von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ganz gerne in meiner Rede eine ganz glasklare Aussage voranstellen. Die Union steht an der Seite der Mieter. Wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren angestammten Vierteln, aus ihren angestammten Wohnungen verdrängt wird. Die CDU, wir waren schon immer die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Wir stehen gerade nicht für den ungezügelten Markt. Wir stehen nicht für das Recht des Stärkeren, sondern wir schützen die Schwachen da, wo es notwendig ist. Und das ist Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips, dem wir uns verpflichtet fühlen. Und der Wohnungsmarkt ist in der Tat ein spezieller Markt. Er ist existenziell für viele Menschen. Und deswegen war ein sozial ausgewogenes Mietrecht immer schon Bestandteil auch unserer Politik. Und da will ich schon mal darauf verweisen, auch die Mietpreisbremse, wenn sie jetzt hier kritisiert wird, da kommen wir noch dazu, sie war Bestandteil unseres Wahlprogramms. Da haben wir uns auch klar zu bekannt. Aber richtig ist, die Frage, wie wir die Menschen vor steigenden Mieten schützen, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es ist ein komplexes Regelungsgefüge, mit dem wir uns da auseinandersetzen müssen. Und deswegen sind diese einfachen und populistischen Antworten, die uns die Linken, die uns die Grünen hier präsentieren, die bringen uns hier nicht weiter. Und wir lassen uns davon auch nicht in die Defensive bringen. Wir lassen uns da nicht in die Ecke stellen als die Blockierer, sondern uns geht es darum, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern wir wollen an die Ursachen ran, dass wir nachhaltig gegen steigende Mieten vorgehen. Und das wird mit Ihren Anträgen in keiner Weise erreicht, meine Damen und Herren. Und für steigende Mieten, da gibt es viele Ursachen. Da gibt es viele Ursachen. Natürlich geht es darum, wir müssen vor allen Dingen mehr Bauland ausweisen. Wir müssen das Bauordnungsrecht entschlacken. Wir dürfen auch nicht ständig schärfere Standards beim Bau einführen. Und wir müssen natürlich auch schauen, da wo wir steuerliche Förderung, steuerliche Anreize geben können. Und da blicke ich dann auch mal auf unseren Koalitionspartner. Das finde ich sehr bedauerlich, dass das bislang nicht gelungen ist, uns hier zu einigen, dass das blockiert worden ist. Wichtig ist, dass wir hier eine Politik aus einem Guss haben. Und da muss ich dann schon auch mal an die Linken und an die Grünen appellieren. Das finde ich dann schon einigermaßen bemerkenswert, dass sie uns hier solche Anträge präsentieren. Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen, da marschiert zum Beispiel Thüringen ganz vorne weg. Da ist gerade beschlossen worden, die Grunderwerbsteuer auf 6,5% zu erhöhen. Das ist Ihr Ministerpräsident in Thüringen, der das macht, der von den Grünen unterstützt wird. Und das führt natürlich dazu, dass Bauen teurer wird, dass die Mieten teurer wird, dass die Bildung von Eigentum für junge Familien erschwert wird. Und deswegen kann man sagen, das ist unredlich, wie Sie hier argumentieren. Sie predigen hier Wasser und trinken letztlich Wein. Das ist unredlich, das passt nicht zusammen, das ist widersprüchlich, das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Unter dem Strich gilt immer noch der Satz, und der ist und bleibt richtig, das einzige Mittel gegen steigende Mieten ist immer noch Bauen, Bauen, Bauen. Und dafür brauchen wir dann auch die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Es passiert ja jetzt viel auf dem Wohnungsmarkt. 250.000 fertiggestellte Wohnungen im letzten Jahr, das ist eine ganze Menge, das ist sogar ein Rekord, aber es ist immer noch viel zu wenig. Alle sind sich darin einig, wir brauchen 400.000 fertiggestellte Wohnungen im Jahr, um auf dem Wohnungsmarkt etwas ausrichten zu können. Und davon sind wir noch sehr weit entfernt. Deswegen ist für uns als Union klar, wir dürfen nicht die Rahmenbedingungen so verschlechtern, dass sich Investitionen in den Wohnungsneubau und auch Investitionen in die Modernisierung nicht mehr wirtschaftlich tragen lassen. Diesen positiven Trend, den wir auf dem Wohnungsmarkt haben, den dürfen wir nicht abwürgen. Aber genau diese Gefahr besteht, dass wir diesen positiven Trend abwürgen, wenn wir jetzt Ihren Vorschlägen folgen würden. Und da sieht man nur mal wieder, Ihre Anträge, die sind mit Ideologie durchtränkt und sie sind leider auch von wirtschaftlichen Unverständnis geprägt. Da sind jetzt so viele Punkte drin, die kann ich gar nicht im Einzelnen hier nennen. Aber ich will nur mal an ein, zwei Beispielen das deutlich machen. Die ortsübliche Vergleichsmiete. Sie schlagen jetzt vor, dass man alle Entgelte dort einbezieht. Also auch die Mieten, die vor 10 Jahren, die vor 20 Jahren, die vor 30 Jahren abgeschlossen sind, jetzt in die ortsübliche Vergleichsmiete einbezieht. Damit verkennen Sie völlig, was eigentlich die Funktion eines solchen Mietspiegels ist, die Funktion der ortsüblichen Vergleichsmiete. Hier geht es darum, Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt herzustellen, Mietern wie Vermietern deutlich zu machen, was ist denn die aktuell gültige Miete. Und deswegen sind all das, was jetzt diskutiert wird, die Verlängerung des Betrachtungszeitraums von derzeit 4 Jahren auf 6, auf 8, auf 10 oder auf alle Zeiten, das wäre in der Folge dramatisch. In der Folge wäre es dramatisch, weil die ortsübliche Vergleichsmiete dann sofort sinken würde,
und im Zusammenspiel mit der Mietpreisbremse dann auf diesem niedrigen Niveau eingefroren wurde. Dann sagen jetzt manche, das ist ja genau richtig, das wollen wir ja, aber das denkt natürlich überhaupt gar nicht an die wirtschaftlichen Folgen, wenn man so argumentiert. Die Folgen wären doch, dass die Immobilienwerte sinken würden, weil die Immobilien natürlich nicht mehr solch einen Ertrag einspielen könnten. Das bedeutet für die Unternehmen aber wieder, dass ihre Eigenkapitalquote sinkt, der Verschuldungsgrad steigt und unter dem Strich dann kein Spielraum mehr für Finanzierung da ist, kein Spielraum mehr für Investitionen in Neubau und Modernisierung. Und deswegen sagen wir, es ist ganz klar, bei dieser ortsüblichen Vergleichsmiete, die 4 Jahre, die wir derzeit haben, die haben sich bewährt, dabei müssen wir bleiben. Wir wollen nicht, dass Mietspiegel zum politischen Steuerungsinstrument werden. Letzter Satz, den ich noch sagen müsse, weil meine Zeit schon wieder am Ende ist. Für uns ist auch ganz klar, wir wollen Exzesse, die es bei den Mieten gibt, verhindern. Deswegen brauchen wir aber zielgenaue Mittel. Da müssen wir uns schauen, diejenigen Vermieter, die zum Beispiel das Instrument der Modernisierung bewusst einsetzen, um Mieter herauszumodernisieren, gegen die müssen wir vorgehen. Das ist ganz klar. Da können wir auch zu Mitteln des Ordnungsrechts möglicherweise auch greifen. Da wollen wir ran. Aber wir dürfen nicht Rahmenbedingungen schaffen, die flächendeckend Modernisierungen verhindern, weil wir dann unseren gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, was Klimaschutz anbelangt, Herr Lutschak, auch Sie müssen zum Schluss was Klimaschutz kommen. Anbelangt und was altersgerechten Umbau anbelangt, das sind alles Dinge, denen haben wir uns gemeinsam verschrieben. Und wenn wir Ihren Anträgen hier folgen würden, würde da gar nichts mehr passieren. Und deswegen darf ich Sie nur bitten, kehren Sie ein bisschen zurück zur Sachpolitik, machen Sie nicht solche Schaufensteranträge, sondern wir machen jetzt gemeinsam mit unserem Koalitionspartner eine vernünftige Mietrechtsreform. Die wird allen helfen, vor allen Dingen den Mietern, dass wir diese Exzesse unterbinden. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Chris